Und endlich ist es fertig, das Blossom Ruby Pearl Pigment. In zwei Größen wird es im Shop erhältlich sein. Und das, was ihr hier jetzt gerade seht, das könnt ihr Minimum damit zaubern. Natürlich noch viel mehr, aber das eben Minimum. Ich zeig's euch mal eben. So, diese Größe, die XL-Größe, ist in einer 15 ml Acryldose verpackt. Das ist voll mit Pigment, da habt ihr 1 Million Jahre was von. Oh Mann. Und natürlich mit einer Safety Guard Scheibe geschützt. Also das hält ewig. 1 Million Jahre wohl eher nicht. So lange werdet ihr nicht leben. So, dann gibt es auch die reguläre Größe. Das ist in unserem Fall immer eine 3 ml Dose. Wir haben nicht wie viele andere Shops nur 2 ml, sondern 3 ml Dosen, weil man will ja auch was davon haben. Und jetzt hier, Achtung, rutscht es unten schon fast raus, weil ich es schräg angetippt habe. Ich Depp, naja, ne? Passiert, wenn man filmt. Also. So, dann seht ihr es hier aufgetragen auf einem Clear-Tip. Und zwar kann man damit tolle Pearl-Glanz, so Glasnägel zaubern. Herrlich, herrlich. Schön transparent. Gemacht habe ich das alles mit dem Non-Sticky Ultra Finish 2. Unten die Base ausgehärtet, eingerieben und damit auch versiegelt. Und hier seht ihr es auf einem Rosé-Tip. Das wäre dann so, wie es auf dem Kundennagel aussieht, weil der ja auch nie transparent ist, sondern eben darunter die Haut ist. Ja, und auf Schwarz wirkt es so. Also ist das nicht der Hammer? Guckt euch das mal an. Es ist so vielseitig. Ihr könnt da so viel mitmachen. Ihr könnt es auch in Gel reinmixen, aber auch, und jetzt kommt's, euer Wunschacryl zaubern. Und in dem Fall geht das so. Ihr nehmt einfach zum Beispiel die Fashionista Chunky Swirls oder andere Acryl-echte Glitter, das ist wichtig, dass sie ihre Farbe nicht verlieren. Dann kommt das Ganze in Acrylpowder Crystal Clear. Die Mischung ist immer 10 Teile Clear Powder mit ungefähr 0,1 Teil Pigment, weil das ist wirklich der Hammer und Glitter nach Wunsch. Das ist stark einfärbend. Also wie gesagt, ihr seht das jetzt hier gerade. Ich habe das auf dem Tipp modelliert, ne? Nicht unten drunter, sondern direkt darauf. Das kann man auch sehen. Und dann versiegelt. Guckt euch die Brillanz der Glitter an. Das trübt nicht den Glitter ein. Alles ist toll, aber wir haben halt natürlich auch nur hochwertige Sachen. Tja, und wem es gefällt, der bestellt.